In diesem Video möchten wir Ihnen die Montageschritte des Dachträgers von Montblanc erläutern. Montblanc führt ein ausgebreitetes Sortiment von Dachträgern mit Fixpunktbefestigung. Fixpunkte sind vorgegebene Befestigungspunkte im Dach, in die der Dachträger verschraubt wird. Ebenfalls bietet Montblanc Dachträger für das bündige, glatte Fahrzeugdach an. Die Befestigung erfolgt über einen Lastenträgerfuß, der auf dem Dach aufliegt, sowie eine Halterung, die an der Dachkante unter den Türen angeklemmt wird. So wird der Dachträger auf Spannung gebracht. Der Dachträger von Montblanc ist modular aufgebaut. Es gibt zwei unterschiedliche Stangentypen. Dazu gehört ein fahrzeugspezifischer Lastenträgerfußset, der auf die Traverse montiert wird. Zuerst kommen wir zu den Stangen. Standardmäßig wird dieser Träger mit Stahltraversen geliefert. Es handelt sich hier um ein schwarzes Vierkantrohr, das mit einer Kunststoff ummantelt ist. Das Profil dieser Stahltraversen umfasst 33 mm in der Breite und 22 mm in der Höhe. Alternativ sind auch Aluminiumtraversen erhältlich. Das Profil dieser Traverse umfasst 49 x 28 mm und ist mit einer T-Nut ausgestattet, die mit einer Gummieinlage abgedichtet wird. In der eingelassenen T-Nut lassen sich mit Hilfe eines T-Adapters zum Beispiel Dachkoffer, Fahrrad- und Skiträger befestigen. Alle Montblanc-Dachträger sind abschließbar, TÜV-zertifiziert und City-Crash-Test erprobt. Die maximale Belastung des Dachträgers wird für jedes individuelle Fahrzeug auf der Verpackung angezeigt. Sie sollten sich aber im Voraus über die maximale Belastbarkeit Ihres Fahrzeugdaches erkundigen. Die Belastung schwankt zwischen 50 und 75 kg. Eine Überladung ist nicht empfehlenswert und beeinträchtigt die Sicherheit. Auf alle Dachträgersysteme von Montblanc gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren. Wir stellen Ihnen nun die unterschiedlichen Fußsets vor. Dies ist ein Fußset für das bündige, glatte Fahrzeugdach, ohne Dachreling und ohne weitere Befestigungsmöglichkeit. Die Angabe der Fahrzeugtypen, für die dieses Fußset geeignet ist, sind auf der Vorderseite des Kartons aufgelistet. Wir öffnen nun den Karton und zeigen Ihnen, welche Einzelteile sich im Karton befinden. Auch die Funktion des Dachträgers werden wir kurz erläutern. Im Karton befindet sich eine Tüte mit Befestigungsmaterialien sowie vier fahrzeugspezifische, vormontierte Lastenträgerfüße. Weiterhin sind jeweils vier Abdeckungen für die Innen- und Außenseiten vorhanden. Die Schlösser sind bereits in die Außenkappen eingelassen. Zum Schluss entnehmen wir die Montageanleitung und den Imbusschlüssel. Wenn wir uns den Lastenträgerfuß für das bündige Dach detailliert anschauen, dann erkennen Sie, dass das vormontierte Fußset aus zwei Teilen aufgebaut ist. Der Lastenträgerfuß liegt auf dem Autodach auf und die Gummiauflage sorgt dafür, dass das Autodach nicht beschädigt wird. Weiterhin ist eine individuelle Befestigungshalterung per Autotyp vorhanden, die an der Dachkante unter der Tür angeklemmt wird. Die Halterungen sind am unteren Ende tauchgummiert und schützen vor Beschädigungen. Es ist äußerst wichtig, die Montag nach der beiliegenden Montageanleitung durchzuführen. Die unterschiedlichen Montagesets beinhalten unterschiedlich geformte Lastenträgerfüße für vorne und hinten und sollten nicht verwechselt werden. Entsprechende Codes weisen auf die richtige Positionierung hin. Wenn der Dachträger auf dem Auto montiert wurde, werden zum Schluss die Abdeckkappen aufgebracht. Alle äußeren Kappen sind abschließbar und somit gegen Diebstahl gesichert. Kurzum, es handelt sich hier um einen robusten Dachträger mit guter Passform. Nun wenden wir uns der Ausführung mit Fixpunktbefestigung zu. Auch bei diesen Sets werden auf der Vorderseite des Kartons angegeben, für welche Fahrzeuge dieses Kit geeignet ist. Ebenfalls können Sie hier die maximale Belastung des Dachträgers in Kilogramm entnehmen.
Bitte aber auch hier vorab die maximale Belastung Ihres Fahrzeugdaches überprüfen. Dies kann abweichend sein. Im Karton befinden sich die folgenden Komponenten. Zuerst entnehmen wir die vier Lastenträgerfüße mit fest montierten Gummieinlagen. Eine Tüte mit Montagematerialien, denn dieser Dachträger wird in die vorgegebenen Befestigungspunkte im Dach verschraubt. Einen Imbusschlüssel für die Montage und jeweils vier Abschlusskappen für den Lastenträgerfuß für Innen und Außen. Nicht zu vergessen die Montageanleitung, die erklärt, wie die Montage des Dachträgers verläuft. Diese Lastenträgerfüße werden auf dem Dach platziert, vorher sollten diese natürlich auf den Traversen montiert werden. Mit den gelieferten Schrauben und Muttern, die für jedes Fahrzeug individuell sind, werden die Lastenträgerfüße befestigt. Die Schrauben werden durch diese Öffnung im Autodach verschraubt. Bitte führen Sie den Zusammenbau und nachfolgende Befestigung auf dem Dach wie in der Montageanleitung angegeben durch. Sobald der Dachträger auf dem Dach montiert wurde, werden die Abschlusskappen aufgeschoben und abgeschlossen. Der Dachträger ist somit diebstahlgesichert.